Hallo und herzlich willkommen bei einem Ankündigungsvideo von Serve, den ich ja schon längere Zeit geplant habe. Jetzt auch Hilfe bekommen habe. Wir haben ja im Singleplayer die Map gemacht, angefangen, einfach im Kreativmodus zu bauen. Und jetzt möchte ich gerne daraus schon einen Server machen, weil ja, ich habe das Angebot von PandaPlayZ bekommen. Wir hatten hier in einer Streaming-Folge von einer Stunde und ja, so 40 Minuten einfach mal das Haus gebaut. Und ich dachte so, ja, es wird eigentlich relativ gut sein und so. Und bin dann doch ein bisschen kreativ eingeschränkt gewesen, weil ich ja ungefähr ein Jahr kein Minecraft mehr gespielt habe, so richtig. Und jetzt möchte ich natürlich auch wieder beginnen, habe die Motivation, mit euch einen Server zu machen. Und das Server wird eigentlich so sein, dass wir hauptsächlich im Kreativmodus bauen, also die ich auch vertrauen kann. Und im Adventure-Mode am besten dann einfach Rollenspiel machen. Und da darf jeder mitmachen. Eventuell werden wir Autos und Boote fahren können. Also dass wir da so Plugin oder Mod installieren, je nachdem, was kommt. Und ja, dass wir vor allem Städte, also Stadtteile machen, wo jedes einem Game gewidmet ist, was ihr einfach gerne zockt. Und dann dürft ihr dort leben und so weiter. Wir haben zum Beispiel der Anfang einer Yacht. Das ist momentan noch nicht so viel los, also dass es noch nicht so weit ist. Und hier oben ist die Pizzeria jetzt schon viel weiter. Hier haben wir auch so Palmenfeeling, also dass wir da ein bisschen wärmer machen, weil es sehr viel Sand hat. Und die Pizzeria, die haben wir moderner gemacht. Wir wollen eigentlich so richtig neumodische Gebäude bauen als, ja, als Setting, aber je nach Spiel natürlich auch dieses Zeitalter, wo das Spiel spielt. Also zum Beispiel Skyrim passen ja nicht so moderne Gebäude. Also könnt ihr bei Skyrim zum Beispiel ja, so Burgen bauen und so weiter. Und Red Dead Redemption 2 ist jetzt momentan auf dem PC draußen. Da werde ich auch schauen, dass ich das kaufen kann und spielen kann und livestreamen kann. Und ja, zum Beispiel im GTA, die verschiedenen GTA. Hier würde zum Beispiel Vice City sein, wegen dem Meer, das da hinten ist. Das sieht man leider nicht wegen der Begrenzung. Wir können kurz hinfliegen. Und diese Seite ist ein riesiger Wald und hier ist Flower Forest, genau. So, wir haben hier eine, ja, Scheibe von der Pizza gemacht, also nicht die Pizzeria. Und alles ist mit Redstone verbunden, damit wir Licht haben am Tag, weil am Tag ist sie offen. Und in der Nacht ist sie geschlossen. So. Und sollte sie eigentlich so langsam ausgehen, wenn es noch geht. Also er hat's gemacht, der Panda Playset. Ist wirklich toll. Also er hat mir ein paar Sachen gezeigt, was man so machen kann in Minecraft momentan. Gibt ja viele neue Blöcke und so, wo ich eigentlich noch nicht so die Erfahrung habe. Und ja, der Pizzeria-Ofen, der Steinofen, der hat er auch noch ein bisschen umgestaltet. Hier ein bisschen Holz gemacht. Hier können wir nochmal ein Ding machen. Hier habe ich noch ein bisschen geändert auf die andere Seite. Da war ja der Ecken gefehlt. Jetzt fehlt in dieser Seite der Ecke oder hat einfach noch ein Ding bekommen. Und das Dock sieht auch ziemlich schön aus, vor allem mit diesen Schrägen hier. Ja, bin mal gespannt. Also ich habe mindestens drei oder vier Bilder, die recht viel machen können. Also zum Beispiel PandaPlayZ ist richtig schnell. Ich war ein bisschen zu müde. Ich konnte jetzt nicht so viel machen natürlich. Aber je nachdem können wir da. Ich glaube, das ist wieder zu hell. Dass einfach das Feuer noch zu hell macht. Das ist nur, wie das geht. Also da, dass wir da eigentlich relativ schnell vorwärts kommen. Und ihr dürft jederzeit alles wünschen. Also wenn ihr jetzt spielend Rollenspiel macht und so, dann müsst ihr auch Dinge machen oder zum Beispiel essen gehen oder ja,
Spaß haben und so. Und dann dürft ihr wirklich sagen, ja, ich möchte gerne dort und dort etwas haben. Als Bürger dürft ihr bauen eigentlich so ziemlich, was ihr wollt. Es gibt halt eben diese Einschränkungen von den verschiedenen Biomen und Stadtteilen dann. Aber ja, da seid ihr ein bisschen, ja, auch selber verantwortlich, nicht, dass ihr da etwas Schönes bauen könnt und so weiter. Und wir können alles immer wieder überarbeiten. Es wird wahrscheinlich kein Gebäude immer final bleiben. Also wenn irgendwas schöner ist, dann können wir da auch wieder ausbauen, wenn es der, der es gebaut hat, natürlich auch zu lässt, oder? Und am besten einfach Dinge bauen und dranbleiben. Ich möchte nicht so viele unfertige Gebäude überall haben. Dass wir da ein bisschen uns besser bereden, damit wir so ein tolles wie mögliches Spiel haben, also vor allem Rollenspiel haben auf dem Server. Und dürft auch im Nether bauen und im End, weil keine Monster existieren. Also, wir können die Monster wirklich ausmachen. Also, ist, glaube ich, sogar schon peaceful. Jo, ich hoffe, es hat euch motiviert es. Ihr dürft gerne Bilder werden, aber einfach, ihr müsst versprechen, dass ihr da nicht Unsinn macht, weil es kann schon vielen schaden dadurch. Also, wir haben Rollenspiel und wenn irgendwas, ja, beschädigt ist oder irgendwie verunstaltet ist, dann ist natürlich das nicht so toll, weil wir im Rollenspiel müssen das wieder aufbauen. Das ist, wir haben keine Bilder sozusagen, aber weil wir im Rollenspiel sind, oder? Das ist einfach imaginär gebaut wird und so und dann einfach mehr Möglichkeiten haben plötzlich fürs Rollenspiel. Das heißt, kann man gar nicht platzieren. Dachte, Laternen kann man auch an Treppen platzieren. Also man kann sie hinstellen und aufhängen an glatten Oberflächen. Okay. Ja, das ist ja. Ja, genau. Muss alles ein bisschen kennenlernen, aber das dann darf ich ja, mache ich ja sehr gerne dank einem neuen Ziel, einem schönen Server. Und ja. Eben, ich bedanke mich für alle, die schon sich gemeldet haben. Ich finde es einfach super, wie gut die Anregung ist in Minecraft. In anderen Spielen ist ja so ein bisschen die Sache, ich kann ja nicht anders machen. Ich kann nicht etwas motivierender machen, als es vom Spiel vorgesehen ist. Also ich mache auch Rollenspiel oder so. Aber wenn ich jetzt einen Server mache und den sogar noch ja, gegeben bekomme, dann fühle ich mich natürlich schon sehr unterstützt und kann dann natürlich auch viel mehr machen für euch. Weil ich bin ja der, der eigentlich immer auf die Community hört und gerne Dinge macht, damit ihr Spaß habt vor allem. Und ich bin so immer der, der auch den Spaß danach bekommt, oder? Das ist so einfach. Es auch gerne seht, wenn ihr Spaß habt. Ja, wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare oder per E-Mail an Draco mit C, dracobasler@gmail.com. Werde ich auch unten in der Beschreibung verlinken, Discord auch. Und ja, ich erstelle noch eine Info über den Server-Playlist und den Rollenspiel-Livestream-Playlist. Wann ich heute Livestreamen werde, weiß ich nicht. So ungefähr um 16 Uhr, wenn das Video schon früher da ist. Sonst einfach mal bei twitch.tv/DragoBasler vorbeischauen. Und wenn ich euch noch mehr Infos über die Stadtteile, die wir schon geplant haben, also geben, ja, schon geben soll, ein Video drüber machen und so weiter, oder ihr einen Stadtteil wünscht, dann dürft ihr das gerne schreiben. Dann habe ich auch so eine Vorplanung, wenn ich jetzt ein Biom finde, das zum Beispiel nach Skyrim, also so eher kältere Biome ist, dann können wir dort Skyrim machen, weil das ist auch eines meiner Lieblingsspiele. Oder im GTA, also GTA Vice City würde ich gerne hier machen, aber in einem modernen Look. Also ja, nicht so unbedingt so eine Mischung, also dass wir hier am Spawn moderne Gebäude haben und da drüben so ringsum Vice City machen. Oder vielleicht sogar etwas Neueres. Also ich weiß es nicht.
Da könnt ihr gerne ein paar Tipps geben. Und geplant ist auch irgendwas mittelalterlich. Ob es Keim wird, weiß ich nicht. Ja, es hat einfach gemäßigt hier. Wenn ihr Ideen habt, also habt in die Kommentare oder so. Discord ist auch sehr gut. Da können wir das alles auch ein bisschen abgrenzen. Also, ja, einen neuen Channel, also Ding machen über. Also so die, wo ihr draufklicken könnt und Sachen nachlesen könnt über ja die verschiedenen Biome, übers Rollenspiel und eventuell auch einen TS3-Chat machen, wo man, wenn man in der Nähe von anderen Spielern ist, die Spieler dann das hören und die alle anderen nicht, oder weil sie zu weit weg sind. Solche Plugins oder so installieren. Ja, ich finde auch das Texture-Pack mega schön. Und ich freue mich und über jeden Support. Ist natürlich auch jetzt auch ein bisschen wieder wichtiger, dass ich da auch sehr aufrecht erhalten kann und ja, eventuell auch ein bisschen natürlich beliebter werde, ein bisschen bekannter werde. Es ist momentan schwer, ein bisschen besser zu werden bei YouTube oder Twitch. Man kommt kaum neue Leute über und das wäre einfach gut, wenn ihr da noch ein bisschen Support sein könntet. Einfach auch kurz ein bisschen reinschauen könntet oder so, ein bisschen Zeit für mich hättet. Aber es ist überhaupt kein Zwang. Also ihr dürft da gerne ja, so wie ihr es euch passt, oder? Ihr müsst nicht Zeit investieren oder bisschen in der Nähe sein, aber dürft. Es wird auf jeden Fall mega viel Spaß machen. Also je mehr mitmachen, desto geiler wird es einfach, dann können wir große Partys machen, eventuell so Gangkriege oder so machen in Vice City oder in San Andreas, also Los Santos nachbauen. Was ihr auch dürft, ist ja runtergraben, also mit World Edit oder so benutzen und damit wir größere Wolkenkratzer machen können. Es ist ja nicht so, dass wir da eine Stadt bauen, die realistisch sein muss, sondern eher Spaß, dass wir Spaß haben, also dass wir genau dort auch dann ein Biom machen können mit World Edit, das geht. Und auch viel besprechen. Also, dass wir jetzt hier am Spawn zum Beispiel Tafeln hinstellen, wo ihr dann Tipps und so, also ja, Ideen einfach hinschreiben könnt oder bei Discord. Dass ihr eigentlich auch Teil vom Server seid, richtig. Richtig Teil vom Server. Also, dass ihr Meinungen geben könnt, dass ihr Verbesserungsvorschläge geben könnt, alles mögliche, Wünsche, alles, also Mod-Wünsche, wenn wir dann über Mods machen. Es ist eigentlich leichter geworden über Forge. Es gibt nicht mehr so viele Fehlermeldungen und so, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert oder so. Finde ich richtig toll. Oder einfach auch die Mods wurden besser. Ja, und das wär's. Habe jetzt auch wieder ein bisschen länger gemacht, als ich geplant habe, aber ich habe so viel zu erzählen. Wir werden auf jeden Fall, ja, sicher so um 14 Uhr oder so dann auf dem Server sein und weiterbauen. Die IP-Adresse bekommt jeder eigentlich selber über. Ich möchte da nicht öffentlich etwas geben. Einfach, müsst ihr wissen, wenn ihr die IP habt, nicht weitergeben. Einfach Bescheid sagen den Leuten, die sich dafür interessieren und dann werde ich ihnen auch die IP-Adresse geben und ja, es ist einfach so, dass viele wahrscheinlich da einfach nur manchmal dann den Kreativmodus bekommen, damit er nicht irgendwelche Spiele einlädt, die dann Unsinn machen können, weil sie dann auch wieder Admin oder so werden oder also OP werden. Einfach zur Sicherheit. Einschränkungen müssen eigentlich nicht sein, aber leider doch, oder also, dass ihr da einfach ein bisschen vorsichtig seid, gell? Also, Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Video oder Livestream. Tschüss!